Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche, einem weiteren Wochenrückblick von Minecraft Staffel 2, wie wir es auch immer nennen wollen. Ja, wir starten direkt durch hier aus unserem Haus raus. Mir fällt gerade auf, ich habe das Feld nicht nachgepflanzt. Ist ja egal. Also, Leute, hi, na, was geht? Also, dieses Mal hat sich bei uns im Haus tatsächlich nichts getan, deshalb starten wir gleich zu den nächsten Häusern. Ja, hab nochmal kurz die Facecam umgestellt. So, hier bei Pelzlaus haben wir irgendeinen Fleischomat, wo sich ein bisschen Fleisch drin befindet, gratis wie es aussieht. Das ist natürlich sehr nett. Hier baut er gerade irgendwas, genauso wie hier. Ach, das ist der öffentliche Ofenplatz. Okay, interesting. Hier hat er auch... Ah, sein Stall hat er umgebaut. Oh, keine Massentierhaltung, schöne Freilandhaltung, ne? Schön, schön. Hier ein paar... Warte, was? Kammer des Schreckens? Was zum... Was genau tut die Kammer des Schreckens? Tut die irgendwas? Außer hier in eine Höhle runterführen? Nö. Lol, da sieht man die ganzen Strip-Mining-Gänge. Oh Mann, die ganzen Strip-Mining-Gänge von uns, die sehen ja richtig geil aus. Okay. Hier bei Chris hat sich, glaube ich, auch doch, hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. Naja, ich war diese Woche auch nicht so viel online, genauso wie Chrissy und Tech. Deshalb hat sich bei uns nicht so viel getan im Haus. Aber dafür hier bei Sala vielleicht ein bisschen mehr und bei Dodo. Schauen wir mal. Hier beim Haus erkenne ich jetzt nicht unbedingt was, aber hier sieht es mir doch so aus, als wäre was neu, oder? Schauen wir mal in die Berghütte rein. Da haben die sich letzte Woche gegenseitig umgelegt. Oh, geiles Gemälde. Und hier drüben, ja, wurde hier... Nein, nee, das war schon so. Warte mal, da ist ein Knopf, der nichts tut. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Ansonsten ist hier drüben eine Kampfarena? Erkenne ich das richtig? Wird das eine Kampfarena? Hier könnte ihre Werbung stehen. Ja, abonniert Ripples. Bitte schreibt das da auf das Schild drauf. Danke. Okay. Weiter geht's hier bei Ewie. Sein Haus ist noch immer wunderschön, würde ich sagen. Ansonsten hat sich hier, glaube ich, auch nicht allzu viel getan. Oh Gott, da drüben sehe ich schon was. Hilfe. Okay. Seine Farm hat er ein bisschen umstrukturiert. Und hier hat jemand ein Baumhaus gebaut. Ich weiß gerade nicht, ist es von Ewie, das Baumhaus, oder... Ich weiß es leider gerade nicht. Ich war ja sogar dabei, als das Baumhaus hier aufgestellt wurde, also gerade am Bauen war. Ja, hier ist nichts Wichtiges drin. Aber es sieht schon ziemlich fresh aus eigentlich, ne? Muss man so sagen. Von außen sieht das echt nicht so schlecht aus. Wenn man hier mal ganz hoch geht, was haben wir denn hier oben? Ah, ein Rüstungsstand. Ah ja, okay. Einen Armor-Stand. Ne, ich finde den Baum eigentlich echt ziemlich fresh. Den finde ich schon ziemlich nice. Ich bin mir gerade halt nicht sicher, von wem es ist. Könnte von Ewie sein. Muss aber nicht. Okay, hier haben wir... Ja, das sieht interessant aus. Es soll nach Tara darstellen. Jetzt regnet's. Es soll nach Tara darstellen, aber irgendwie sieht das nicht so nach Tara aus. Und es ist ein bisschen sehr groß. Ich weiß ja nicht. Aber das Haus von Kerstin ist hier, ne? Ja, hier hat sich, glaube ich, auch nicht so viel getan, bis auf das nach Tara da. Oh, shit. Guckt euch das an, Leute. Yo, Oliver. Hier entsteht der Baum des... Punkt, Punkt, Punkt. I need Namensvorschläge. Okay. Ey, der Baum sieht ja voll geil aus. Alter, hier oben am Berg entsteht einfach... Das sieht so geil aus. Ohne Spaß. Ich finde das Haus von Oliver einfach richtig, richtig gut. Hier haben wir ein schwarzes Brett. Das kenne ich selber noch nicht mal. Bei Sala und Dodo wird eine Kampfarena gebaut. Ah ja. Kaufe 2 Schafe, bitte melden. Ewie. Und ich brauche so viel Holz, wie ihr mir spenden könnt. Oliver. Alles klar. Hier bei den Shops. Hier ist der Shop von FG. Ja, aber noch keine Angebote. Ah ja, genau. Was mir gerade einfällt. Das habe ich gestern erst gemacht. Ich habe den Weg hier weiter ausgebaut mit Gravel.
Leider ist mein Gravel dann irgendwann alle gewesen. Hier so, circa. Ja. Aber ich bin relativ weit gekommen eigentlich, muss ich sagen. Und warum hat mein Shop eigentlich noch keine Anbindung? Naja, ich mache nur immer relativ gut Geld. 3.863. Obwohl ich halt, ja, meinen Shop... Ja, ich sag mal so, ich mache fast nichts. Ja, gut. Hier runter, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das ist schon eine Weile hier. Hier hat sich irgendwie Pelennius was gebaut. Aber das hat irgendwie noch keinen Nutzen. Aber ja, Pelennius ist ja Admin. Der Typ hat das in Creative gebaut, ne? Jetzt nicht irgendwie falsch denken. Nee, der... Ach ja, hier sind die Teilnehmer übrigens. Also er hat das alles in Creative gebaut da unten. Mit World Editor und sowas, glaube ich auch. Also, ja. Der Turm hier ist auch noch nicht weitergekommen. Wie gesagt, Tech und Chrissy waren auch nicht viel online diese Woche. Aber ja, vielleicht schaffen wir es ja, dass er bis nächste Woche schon ein bisschen besser aussieht. Bei Finn hat sich auch beim Haus nicht viel getan. Generell diese Woche, glaube ich, war für viele sehr stressig. Deshalb hat sich einfach nicht viel getan. Auch hier bei Tiam dürfte alles noch ziemlich, ziemlich gleich sein. Wenn man sich hier das mal ansieht. Ja, doch. Und ein Zombie-Schild auf dem Bett. Klar, why not? Im Keller hat er sich ja letztes Mal beschwert, dass ich den nicht gezeigt habe. Da habe ich dann das Obergeschoss gezeigt und den Keller nicht. So, hier Währung. Ach so, er hat hier die Bücher hingelegt. Ach, cool. Hier hat er generell so einen Arbeitsraum. Ja. Hier, das Kistenlager kennen wir schon. Was wir noch nicht kennen, ist diese fette Farm hier. Holy shit, Alter. Eine fette Farm im Keller, wie es aussieht. Und hier ein Gang, wo irgendwo Gänge rausführen oder... Wo führt das hin, Alter? Boy, wo gräbst du dich hin? Ach was. Zu seinem fetten DDD. Der DDD. Ich meine, ich würde es nicht besser hinbekommen. Es sieht irgendwie lustig aus, muss ich sagen. Es sieht schon irgendwie sehr lustig aus, der DDD. Aber ja, da hat er einen unterirdischen Weg von seinem Haus ausgebaut. Ach, wie cool. Das ist schon echt cool. Ja, das ist nice. Warte, was? Warte, was? Hat FG hier noch ein Haus gebaut? Nee. FGs zweite Waldhütte. Alter, FG. Wie krass bist du bitte? Der Typ haut ja einfach nochmal so eine fette Hütte raus. Ey, wie geil sieht das aus? Das sieht so unnormal geil aus. No joke. Ich mag seinen Baustil richtig, richtig gerne. Hier ist eine Brücke. Okay, die ist jetzt noch nicht so schön. Aber er hat auch hier schon den Weg angebunden und so. Ja, moin. Also das finde ich schon krass. Das finde ich schon sehr krass. Hier bei LP-Fire, da sollte ich ja das Gehege zeigen. Ihre rumänischen Schafe und ihr Pferd, Scarlet, alles klar. Hier ein Lagerfeuer, bei Splatties hat sich noch immer nichts getan. ja, bei Tino, glaube ich, hat sich auch nicht allzu viel... Oder? Ich sollte nicht immer so voreilig sein, oder ist es einfach nur sein Minengang? Ich glaube, es ist nur sein Minengang, aber ich sollte nicht immer so voreilig sein, weil es hat sich irgendwie gefühlt, immer wenn ich das sage, hat sich was getan. Ja, whatever. Ja, dann schauen wir mal weiter. Dieser Baumstumpf hier hat Mick gehört. Ja, der ist jetzt aus dem Projekt ausgestiegen. Und was entsteht denn hier, Alter? Was? Baumhaus von LP-Fire. Bitte nicht Bäume abfällen. Ach was. Die bauen ein Baumhaus. Ach was. Ja, cool. Ah ja, die... Ja, das habe ich schon auf Discord gesehen. Die Dusche. Ja, gut. Da kann man noch dran arbeiten, ne? So. Wenn sich da drüben bei seinem zweiten Wohnsitz nichts getan hat, wird sich hier auch nicht viel getan haben. Aber man muss es ja überprüfen. Nee. Alles klar. Dann haben wir hier in der Nähe, glaube ich, nichts mehr. Nur noch... Hier ist Niklas Baumhaus. Alter, das ist hier voll schön dekoriert. Das ist hier voll schön dekoriert. Mit den Lianen, Pilzen, Rosen. Das gefällt mir. Das gefällt mir.
Hier noch immer seine geile Massentierhaltung, aber hier ist sonst im Untergrund, glaube ich, nichts. Nee. Nö, nö. Sein Baumhaus hier oben, ja, geht auch immer weiter. Alter, was wird das? Die Brücke kennen wir auch noch. Hier bei Bischl, stimmt, genau. Das zweite Stockwerk von seinem Lagerraum kann man sich hier hochboosten anscheinend. Da ist ein Verzauberer mit Netherwarzen, ja, zum Brauen. Gar nicht blöd, die Netherwarzen direkt neben den Braustand zu stellen. Kann man ernten, wenn man sie braucht. Und hier hat er jetzt sein Baumhaus ein bisschen ausgebaut, ne? Ja, Tatsache. Was? Er hat hier ein kleines Aquarium. Wie cool ist das denn? Ach, das ist ja cool. Hier ein kleines Bettchen. Hier geht's runter in seine Hühnerfarm. Und hier eine Zuckerrohrfarm. Hier, ja, als ob eine Dusche und ein Klo. Ist ja voll geil. Alter, das wird ja, das wird eine richtige Villa da. Am Anfang so ein Baumhaus und jetzt so ein fettes Haus. Wow. What the hell. So, und zum Schluss schauen wir wieder mal zu Marco, der hier inzwischen den Weg gebaut hat. Ich weiß nicht, ob der letzte Mal auch da war. Wow, was wird das? Fafnir, der Drachendiener. Alter, krass. Hier eine Zugbrücke, ne? Hier die Seile waren letztes Mal nicht da, die Eisenstangen. Und hier drin hat er auch auf jeden Fall mehr ausgehoben. Als ob will er hier durchgehen. Will er hier komplett durch den Berg durchgehen? Alter, ich will nicht wissen, wie viele Spitzhacken das gekostet hat. Ich will es gar nicht wissen. Das ist schon sehr krass. Sieht aber auch echt geil aus, muss ich sagen. Respekt, Marco. Gut, Leute. Dann, glaube ich, sind wir für diese Woche wieder durch. Ja, ich mache hier einfach mal, es wurde sich gewünscht, dass ich das mache. Dazu muss ich die Render Distance ein bisschen hochstellen. Machen wir mal so 32 Chunks, ne? Easy. Gar kein Thema für meinen PC. So, hier schnell mit Optifine alles laden. Es wurde sich nämlich gewünscht, dass ich hier eine Overview über die Stadt machen soll. Und dazu soll ich einfach mal fett in die Luft fliegen. Das kann ich ja jetzt mal schnell machen. So. Hier haben wir ja schon einiges, Alter. Guckt euch das an. Holy shit. Das ist schon sehr krass. Und das wird immer mehr, ne? Leute, ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Ob sich wieder einiges getan hat. Wir werden sehen. Bis dahin und ciao.